Ich glaube, da, wenn ich dann in die Umsetzung komme, werden sich viele Türen öffnen, weil ich plötzlich einen ganz anderen Blickwinkel auf viele Dinge bekomme und weil ich Dinge anders sehe, als wenn ich immer nur darüber rede. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Business Talk Podcasts. Ich freue mich heute sehr, euch nochmal eine kurze Solo-Folge präsentieren zu können, in der es heute darum gehen soll, nochmal das Thema lebenslanges Lernen, aber auch Umsetzung von Dingen und der Unterschied letztendlich zwischen Erfolg und Misserfolg herauszustellen. Wo liegt dieser Unterschied insbesondere dabei für mich? Das werde ich euch sagen und ich möchte euch im Anschluss daran auch noch ein praktisches Beispiel mit auf den Weg geben, wie könnt ihr noch besser werden in den unternehmerischen Skills und wie könnt ihr dieses Thema langfristig für euch umsetzen. Ja, wenn ihr eine Praxis gründen wollt, wenn ihr Veränderungen in der Praxis herbeiführen wollt, wenn ihr zum Beispiel neue Partner aufnehmen wollt in der Praxis, wenn es zur Umsetzung von neuen Strategien kommen kann, also das können ja Behandlungsmethoden sein, das können aber auch angefangen von Änderungen im Praxisalltag sein, also ihr wollt den Terminkalender ändern, digitale Prozesse dort einführen, ihr wollt das Thema Telemedizin einführen, ihr wollt einen, ich habe es gerade schon gesagt, einen Praxispartner mit in die Praxis aufnehmen, Mitarbeiterstrukturen müssen sich ändern, also all diese Themen, die schieben viele Menschen immer lang vor sich her. Ihr kennt bestimmt diese Aussage, auch ich konnte damals das oder das machen. Ich habe letztens noch einen Bekannten gesprochen, der mir gesagt hat, ich hatte den jetzt schon zum dritten Mal hier die Möglichkeit gehabt, ein Haus zu kaufen. Dann kann ich das so oder so machen. Aber der spricht immer nur davon. Der setzt tatsächlich nicht um. Und am schlimmsten ist ja für die, die hinterher sagen, ich hätte, aber nie etwas umgesetzt haben. Und selbst wenn ich etwas tue und ich bin vielleicht für mich der Überzeugung, letztendlich bin ich noch gar nicht so weit, tue es aber trotzdem, weil es mir einfach ein hohes Bedürfnis ist, endlich in die Umsetzung zu kommen, dann gehe ich vielleicht auch das Risiko ein, einen Fehler zu begehen. Aber als Unternehmer muss ich bereit sein, Fehler zu begehen. Deshalb ist das Thema extrem wichtig. Umsetzung unterscheidet letztendlich zwischen Erfolg und Misserfolg. Ich kann natürlich auch bei einer Umsetzung in den Misserfolg kommen, kann aber aus diesem Misserfolg lernen und dann beim nächsten Mal auf der ganz anderen Ebene nochmal weiter starten. Ich glaube, da, wenn ich dann in die Umsetzung komme, werden sich viele Türen öffnen, weil ich plötzlich einen ganz anderen Blickwinkel auf viele Dinge bekomme und weil ich Dinge anders sehe, als wenn ich immer nur darüber rede. Ein klassisches Beispiel ist auch, dass man Dinge totredet und sich die Probleme herbeiredet, um letztendlich nicht in die Umsetzung kommen zu müssen. Auch davon gibt es ja sehr, sehr viele. Und ich kann euch wirklich aus Erfahrung sagen, viele Mediziner, mit denen ich spreche, wenn es um neue Dinge geht, selbst wenn die schon in die Praxis gegangen sind, sind immer wieder sehr, sehr zurückhaltend, wenn es um die Umsetzung neuer Themen geht. Und da ein Appell an alle, einfach sich nicht von außen beeinflussen zu lassen, sondern für sich eine Entscheidung zu treffen, für sich die Dinge zu hinterfragen und dann für sich die Entscheidung zu treffen, ich setze das jetzt um, aber dann auch mit allen Vorteilen beziehungsweise auch mit allen Nachteilen oder den Konsequenzen, die sich daraus ergeben können. Ich stelle mir an der Stelle nämlich immer die Frage, wenn ich etwas tun möchte und wirklich zu 100% davon überzeugt bin, dass das richtig ist, warum mache ich es dann nicht? Und ich stelle mir weiterhin auch die Frage in der Umsetzung, deshalb habe ich für mich auch immer ein Role Model, also ein Vorbild, mit dem ich arbeite, man könnte fast sagen ein Celebrity Twin, den ich habe, wo ich mir immer frage, wie würde jetzt der, also das ist jemand, zu dem, wenn man vielleicht heraufschaut, wenn man sagt, der ist besonders, der hat etwas, in die Richtung möchte ich mich bewegen, also
Schau zu den Menschen, die so sind, wie du gern sein würdest, beziehungsweise die schon das erreicht haben, was du auch erreichen möchtest. Und ich frage mich tatsächlich in der Situation sehr häufig, wie oder was würden die jetzt tun? Also wie würden die reagieren? Was würden die jetzt tun, wenn sie in einer ähnlichen Situation wären wie ich? Und dann komme ich in die Situation, dass ich mir meist die Antwort darauf gebe, ja, die würden es jetzt umsetzen. Oder wahrscheinlich würde er oder sie direkt auf denjenigen zugehen und mit ihm sprechen. Also zum Beispiel die Aussage, die diese Woche gekommen ist von einer jungen Kinderärztin, mit der ich gesprochen habe, ja, ich kann doch nicht einfach auf meinen bisherigen Praxispartner zugehen und ihm das jetzt sagen, weil der ist ja schon viel länger hier. Es ist ja aber ein großes Anliegen, das zu tun. Und aus meiner Sicht ist es ganz notwendig, dass sie auf ihren Praxispartner zugeht und das mit ihm bespricht. Das ist A, etwas Wichtiges für die eigene Persönlichkeit, für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, auch als Unternehmerin. Es ist auf jeden Fall wichtig für die gleichberechtigte Stellung innerhalb der Praxis. Aber es ist natürlich auch so, dass dieses Problem nie besprochen werden würde, wenn man nicht aufeinander zugeht. Und das gilt für beide Seiten. Deshalb ist es, hilft es immer, sich zu orientieren an jemanden und sich die Frage zu stellen, würde der oder die vielleicht anders reagieren in dem Moment? Und sich da vielleicht auch die Frage zu stellen, wie hätte der Praxispartner reagiert? Und auch wenn ich weiß, dass es vielleicht ein schwieriges Gespräch wird, macht aber trotzdem viel Sinn, dieses Gespräch zu führen. Ein Meinungsaustausch, also der Austausch von unterschiedlichen Meinungen, ist nicht schlimm. Und es kann durchaus auch mal zu einem Kritikgespräch kommen, vielleicht sogar zu einem Streitgespräch, solange es konstruktiv ist. Es darf nicht persönlich werden, oder das solltest du zumindest nicht. Emotionen können auch aufkommen, aber wichtig ist immer, dass man Meinungen austauschen kann und dass man trotzdem danach der Sache wegen in die gleiche Richtung geht. Das ist extrem wichtig, auch rechtzeitig diese Meinungen zu besprechen und nicht abzuwarten. Also mein Tipp immer, wenn ich merke, zu Beginn zum Beispiel einer Praxisübernahme oder ein Einstieg in eine Gemeinschaft ist etwas schwierig. Da sind Praxispartner schwierig, da ist es schwierig, an Unterlagen zu kommen, da ist es schwierig, neue Dinge umzusetzen, weil man einfach nicht gehört wird oder weil vielleicht andere eine andere Meinung haben, dann ist immer die Frage, wenn ich das jetzt nicht anspreche, habe ich dann den Eindruck, es wird hinterher leichter, nur weil ich in der Praxis bin? Diese Frage kann ich eindeutig mit Nein beantworten. Es wird nicht leichter, es wird ganz im Gegenteil schwieriger, weil meine Position hinterher schwierig wird und weil sich die Meinung eines anderen in Bezug auf das Zulassen von anderen Meinungen wahrscheinlich nicht ändern wird. Und deshalb kann ich in dieser Phase eben schon frühzeitig erkennen, wie vielleicht mein Partner auf der anderen Seite aufgestellt sind. Ist es ihm wichtig, meine Meinung zu hören oder ihr? Ist es ihr wichtig, meine Meinung zu hören? Oder ist es nur wichtig, die eigene Meinung durchzusetzen und den Praxispartner vielleicht in dem Moment gar nicht so ernst zu nehmen? Das wäre sehr schade. Also da könnt ihr sehr gut erkennen, wenn ihr etwas umsetzen wollt, also wenn ihr eine Meinung vertreten wollt, wenn ihr etwas sagen wollt, wenn ihr ins Tun oder ins Handeln kommen wollt, wie reagiert der oder die gegenüber? Sehr häufig ist es natürlich auch so, dass eine gewisse Stellung schon erreicht ist, also von dem Partner auf der anderen Seite, und man deshalb vielleicht einfach nicht an den rankommt. Trotzdem ist es so, wenn ihr eure Position stärken wollt, geht diesen Schritt, kommt in die Umsetzung und steckt nicht zurück, bleibt sachlich und klärt diese Dinge von vornherein. Das stärkt ungemein eure Position. So etwas muss man natürlich lernen. Das kann man nicht einfach, entweder man hat das von vornherein, weil einem alles egal ist, aber wenn jemand empathisch ist und auch Befindlichkeiten eines anderen durchaus erkennt, dann ist es wichtig, dass man auch diese Dinge auch lernen kann. Und lernen im Sinne von, ich kann mich wirklich damit beschäftigen. Ihr wisst, ich sage das immer wieder, die Ärztin, der Arzt hat in der Vergangenheit nie gelernt, unternehmerische Skills oder unternehmerische Tools einzusetzen. Ihr habt ein super gutes Studium hinter euch, ihr habt eine tolle Facharztausbildung und seid medizinisch wirklich auf dem Höhepunkt. Und dann kommt aber irgendwann die Frage, jetzt muss ich mich plötzlich mit unternehmerischen Tätigkeiten auseinandersetzen. Ich muss das Thema Betriebswirtschaft handeln, mein Steuerberater kommt mit furchtbaren Begriffen auf mich zu. Ich möchte gerne lernen, wie ich mit Mitarbeitern umgehe oder ich möchte gerne mit Mitarbeitern umgehen. Ich habe plötzlich eine Chefrolle, ich muss Entscheidungen treffen. Ich habe Verantwortung, die ich treffen muss. Ich muss aber vielleicht auch einige rechtliche Themen bearbeiten.
Und deshalb ist es grundlegend wichtig, dass diese unternehmerischen Skills irgendwo herkommen, für euch zur Verfügung stehen. Und das kann man auch nicht mal eben lernen, sondern das ist aus unserer Sicht ein Prozess, der vor allen Dingen begleitet werden soll durch, ja, Praxistipps, durch Tipps aus anderen Praxen, aber eben auch durch praktisches Erleben. Und deshalb haben wir, ich habe das glaube ich schon mal an anderer Stelle gesagt, die Masterclass, die für euch ins Leben gerufen, die also ab nächstes Jahr starten wird. Und ich komme jetzt deshalb darauf, weil ich tatsächlich einen Artikel geschrieben habe zum Thema lebenslanges Lernen. Den verlinke ich auch gerne hier in den Shownotes. Und aufgrund dieses Artikels sind einige Mediziner auf uns zugekommen, haben gesagt, wo können wir mehr zu dem Thema Masterclass erfahren? Und das habe ich jetzt zum Anlass genommen, euch heute nochmal darüber zu berichten, ganz kurz. In der Masterclass geht es darum, dass ihr über einen Prozess von ungefähr 6 Monaten in einem Blended Learning Prozess, also im Online- und Präsenzveranstaltungen parallel Dinge erlernen könnt. Von Experten, die nichts anderes tun, als sich genau mit diesen Themen zu beschäftigen und auch langfristig nachweislich diese Themen immer wieder aktualisieren können. Da geht es zum Beispiel um das Thema Recht und Steuern, da geht es um das Thema Management, da geht es um das Thema Praxisplanung, da geht es um Abrechnung, da geht es aber auch um Organisation, da geht es um Mitarbeiterführung, da geht es aber auch um die Entwicklung der Persönlichkeit, das Infragestellen, da geht es, also alles das, was praxisbezogen, arztbezogen stattfinden kann, findet in dieser Masterclass statt, über einen Kurs 6 Monate lang mit Experten, die wir für diese Masterclass bestellt haben und die für euch einen Kurs entwickelt haben in diesen unterschiedlichen Bereichen. Es sind Coaches, es sind Referenten aus dem Bereich der Gesundheitswirtschaft oder aus dem Feld der Gesundheitswirtschaft und die Masterclass, jetzt habe ich einen Fussel im Mund, die Masterclass greift eben ausschließlich auf diese, ja, ich könnte sie fast Koryphäen nennen, zurück, die in ihrem Bereich wirklich vieles geleistet haben und wirkliche Experten sind. Und die aber gleichzeitig auch ihr Thema gut vermitteln können. Denn was uns ganz wichtig ist, wir wollen nicht nur trockene Themen vermitteln, sondern wir wollen Spaß machen auf das Thema. Wir wollen Spaß haben an dem Thema entwickeln und von diesen unternehmerischen Skills. Und wir wollen vor allen Dingen Lust machen darauf, diese Themen weiter auch vielleicht nach der Masterclass zu entwickeln. Also jeder hat ja unterschiedliche Bereiche, die für ihn wichtig sind. Und deshalb ist uns so wichtig, wer macht das und wie kann man das umsetzen? Also möglichst praxisnah, möglichst effizient, aber eben auch mit der nötigen Energie dahinter, auch Spaß zu vermitteln an der Sache. Wie kann ich lernen? Das ist zum Beispiel bei dem Thema betriebswirtschaftliche Planung eine große Herausforderung für den Referenten, aber wir haben da tatsächlich jemanden gefunden, der uns selbst so begeistert, dass wir dieses Thema für uns selbst nochmal ganz neu entdeckt haben. Diese Masterclass wird starten zum Anfang des nächsten Jahres und wenn ihr weitere Informationen schon mal haben wollt, dann würden wir die euch natürlich zur Verfügung stellen. Aber was uns auch wichtig ist, dass ihr erkennt, es geht tatsächlich um ein lebenslanges Lernen. Also es gibt dieses schöne asiatische Sprichwort, bist du Meister in einer Disziplin geworden, musst du wieder Schüler werden in einer anderen. Also die Herausforderung unseres gesamten Lebens ist ja nicht einfach weiterzumachen, sondern uns neue Dinge anzueignen, um auch besser zu werden und mit den wachsenden Anforderungen, die die Gesundheitsbranche natürlich an uns alle stellt, auch gerecht zu werden. Also Globalisierung, Digitalisierung, Veränderungen, die in der Medizin in kürzester Zeit passieren, dieser technische Fortschritt, also all diese Themen, die ja sowieso bei euch immer auf dem Plan stehen, aber dann auch fürs eigene Unternehmen aufzugreifen und umzusetzen. Also gerade das Thema digitales Zeitalter, was ja viele noch nicht so richtig wahrhaben wollen, habe ich immer so das Gefühl, ist unglaublich wichtig für das Umsetzen in der Praxis. Also wenn ich überlege, was alles immer jetzt mal das Thema Diabetes zum Beispiel, dass wir mittlerweile die Möglichkeit haben, über Algorithmen, über eine personalisierte Algorithmus bei Typ 1 Diabetikern zum Beispiel die Insulinpumpe mit der Messung des Blutzuckerwertes oder Blutzuckerspiegels zu verbinden und damit so eine Art künstliche Bauchspeicheldrüse entwickeln können,
Mit diesen Themen, wenn ich mich damit nicht auseinandersetze und nicht weiß, wie das funktioniert, aber mein Patient irgendwann auf mich zukommt und sagt, ich brauche das und ich möchte über diese Entwicklung fragen und ich als Arzt dann nur sagen kann, also das ist bei uns noch nicht angekommen, das gibt es noch gar nicht. Doch, das ist alles schon da. Und ich muss eben in der Lage sein, langfristig mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Denn das, was zum Beispiel gerade jetzt für das Thema Diabetes, was ich gerade beschrieben habe, jetzt schon auf dem Markt ist, erleichtert den Patienten nicht nur den Umgang mit ihrer Erkrankung, sondern führt auch langfristig dazu, dass zum Beispiel bei Typ-1-Diabetikern der Langzeitwert, also dieser HbA1c-Wert, deutlich besser wird, die Lebenserwartung besser wird, das Lebensgefühl ein besseres ist und natürlich der Umgang mit dem Thema Diabetes, der Krankheit, deutlich erleichtert wird. Und gerade bei Jugendlichen und Kindern ist das ein Riesenthema. Also wenn ich mich mit diesen Themen nicht beschäftige und nicht weiß, wie ich sie letztendlich in meiner Praxis implementieren soll, das gehört alles zu diesem Thema unternehmerische Skills und die versuchen wir in der Masterclass eben umzusetzen und ich glaube, die Resonanz hat gezeigt, dass der Bedarf wirklich da ist, dass der Bedarf riesengroß ist und wir freuen uns jetzt schon darauf, die erste Masterclass wahrscheinlich im ersten Quartal 2021 zu starten mit den Experten, die euch dann eben diese unternehmerischen Skills beibringen. Gibt noch ganz, ganz viele andere spannende Themen, die ich jetzt beschreiben könnte. Ich werde die nächste Podcast-Folge wird von der Mindful-Doktor-Konferenz kommen. Da werde ich eine Reportage machen jetzt am nächsten Wochenende. Ich habe da selber einen Workshop, den ich da leite. Da geht es übrigens um das Thema Podcasting, also Gesundheitspodcast. Was hat das mit Mindful-Doktor zu tun? Was hat das vor allen Dingen mit unserem Thema, also mit dem Thema der und des Unternehmertums zu tun. Auch da gibt es eine Brücke. Deshalb mache ich diesen Workshop und freue mich da ganz besonders drauf und würde mich freuen, wenn ihr noch keine Karten habt, kommt doch einfach jetzt muss ich eben gucken, am 4. und 6. nach Berlin. Also heute ist Mittwoch, der 2., wenn ihr das hier hört. Freitag, Samstag, Sonntag, Mindful-Doktor-Konferenz. Und wenn ihr nicht die Möglichkeit habt zu kommen, geht auf jeden Fall mal auf die Seite, schaut mal, und was da alles passiert und ja, vielleicht habt ihr im nächsten Jahr Zeit, dahin zu kommen. Danach werden wir uns mal sehr ausführlich mit dem Thema der Telemedizin beschäftigen, dem Thema Videosprechstunde. Ich habe ja schon ein oder andere Mal angekündigt, dass wir auch da im nächsten Jahr sehr präsent sind, was dieses Thema angeht, viele Kooperationen eingehen wollen. Und ein Thema, das darf ich vielleicht auch an der Stelle einfach nochmal ansprechen, ist natürlich auf der Startup-Praxiskonferenz am 7.11. in Bochum auch sehr präsent. Das ist das Thema der unternehmerischen Skills und alles das, was wir jetzt immer wieder hier für euch aufbereiten, auch nochmal auf die Bühne zu bringen, nämlich mit Startup-Praxis in Bochum. Wir hoffen sehr, dass wir die Veranstaltung durchführen können, weil wir haben einige Anmeldungen jetzt schon. Wir haben schon viele Rückfragen von Medizinern, auch fürs nächste Jahr. Also das ist einfach unsere Lebensaufgabe. Also wir haben da so viel Spaß dran in dem Team, mit dem Björn Papendorf, mit der Gudrun, also Gudrun Otto, die uns ja jetzt begleitet. Dann haben wir eine Kooperation mit dem Innovationssymposium in diesem Jahr. Wir hatten es im letzten Jahr mit Christian Möcklinghoff, mit seiner IGAP-Veranstaltung, also ihre gesunde Arztpraxis. Ihr seht, dass diese Themen einfach eine große Öffentlichkeit finden. Und uns ist es total wichtig, und mir insbesondere euch auf dem Weg zum Unternehmersein weiter zu begleiten, für eine gute, sichere Patientenversorgung zu sorgen. Und wir haben alle so viel Spaß an dem Thema, dass ich glaube, dass wir euch damit auf den Weg nehmen können. Und ich freue mich drauf, freue mich auf jede Nachricht, freue mich über jede Nachricht, die von euch kommt. Und hoffe, dass wir uns irgendwie auch immer mal persönlich kennenlernen. Schreibt mir gerne eine Nachricht, info@businessdoc.online. Wenn ihr Fragen habt zu den Themen, die ich heute angesprochen habe, kommt einfach auf mich zu. Auch da kommt in die Umsetzung. Jetzt schließt sich der Kreis zum Anfang. Wir können euch sicherlich die ein oder andere Tipp weitergeben und würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch mal irgendwann persönlich vielleicht auf einer Veranstaltung treffen oder ihr zum Beispiel mal eine Masterclass besucht, wie auch immer. Also bleibt unternehmerisch, habt eine tolle Woche und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit einer Reportage von der Mindful-Doktor-Konferenz. Also bis dahin, macht's gut. Liebe Grüße.